Herzlich willkommen zu unserer vierten Sitzung des Seminars Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil. Im ersten Teil der heutigen Sitzung, im Referat, geht es um das Kapitel 7 aus unserem Lehrbuch Biologische Psychologie von Rainer Chandri. Hier um das periphere Nervensystem, also das Nervensystem außerhalb unseres zentralen Nervensystems. Hier mit einem großen Fokus auf unserem Rückenmark und dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem, also diesen Systemen, die für Erregung und Hemmung in unserem Körper zuständig sind. Im weiteren Verlauf, hier in diesem Video, wollen wir uns mit zuerst den Gliazellen genauer beschäftigen und der Rolle von Gliazellen für das Zellwachstum und uns dann eine Störung des Zellwachstums und der Gliazellversorgung, nämlich der multiplen Sklerose, zuwenden. Die Ziele der vierten Sitzung wären, dass Sie am Ende eine Übersicht über die Struktur des peripheren Nervensystems bekommen, also das periphere Nervensystem vom zentralen Nervensystem abgrenzen können und auch einen Überblick über die einzelnen Funktionen des peripheren Nervensystems haben, da mit einem besonderen Fokus auf Sympathikus und Parasympathikus. Die Gliazellen, die haben wir ja schon kennengelernt, als wir uns angeschaut haben, welche Zellen wir denn in unserem Nervensystem haben. Da haben wir schon kennengelernt, welche Gliazellen wir in unserem zentralen Nervensystem, in unserem peripheren Nervensystem haben. Sie erinnern sich nochmal an diese vier Klassen, die Ependymalzellen, die Oligodendrozyten, die Astrozyten und die Mikrogliazellen im zentralen Nervensystem. Und die Satellitzellen und die Schwannzellen in unserem peripheren Nervensystem. Als wir uns mit diesen Zellen im Nervensystem beschäftigt haben, da hatten wir ja festgestellt, dass diese Gliazellen eine ganz wichtige Versorgungsrolle haben. Und wenn Sie jetzt die Vorlesung schon angeschaut haben, dann wissen Sie auch, dass beispielsweise die Astrozyten ganz stark daran beteiligt sind, an dem Reuptake und dem Recycling von Neurotransmittern, aus dem synaptischen Spalt in unserem Nervensystem. Die Gliazellen, die haben auch eine ganz wichtige Rolle bei der Orientierung von Nervenzellen. Die helfen also Nervenzellen dabei, ihren Weg zu finden. Und wir können uns jetzt anschauen, wie eigentlich Neurone an ihren Zielort kommen. Wir bilden ja Neurone und diese Neurone müssen irgendwie an ihren Bestimmungsort kommen. Und genauso können wir uns anschauen, was denn eigentlich passiert, wenn so ein Neuron verletzt ist. Und gerade auch bei solchen Verletzungen von Neuronen spielen Gliazellen eine ganz zentrale Rolle. Beachten müssen wir dabei, dass Neurone und Gliazellen einen gemeinsamen Ursprung haben. Es gibt einen gemeinsamen Vorläufer von Neuronen und Gliazellen, die Progenitor Cells, also diese Vorläuferzellen, die sich dann ausdifferenzieren in unterschiedliche Funktionen der Nervenzelle und der Gliazelle. Aber ganz wichtig, vom Grundbaustein, von der Grundform sind Neurone und Gliazellen erstmal gleich. Sie haben also hier einen gemeinsamen Ursprung und erst dann in dem weiteren Zellwachstum differenzieren die sich hier in unterschiedliche Funktionen aus. Und diese unterschiedlichen Funktionen von Gliazellen und Nervenzellen, die bauen auch aufeinander auf. Wenn wir uns also die Entwicklung unseres Gehirns, unseres Nervensystems anschauen, dann haben wir im Embryonalstadium unser Neuralrohr, aus dem dann unser Zentralnervensystem und unser Gehirn entsteht. Und hier wachsen Neurone, hier werden Neurone neu gebildet und diese Neurone müssen ja irgendwie dahin kommen, wo sie dann gebraucht werden. Und hier spielen radiale, also zur Oberfläche ausgerichtete Gliazellen eine ganz zentrale Rolle. Diese radialen Gliazellen, die sind tatsächlich das Gerüst, entlang dem dann die Nervenzellen, die Neurone, ihren Weg an ihren Bestimmungsort finden. Wir können uns das hier mal im zeitlichen Verlauf anschauen. Und der erste Schritt dabei ist, dass tatsächlich Gliazellen ein Gerüst entlang unseres Nervensystems, unseres Neuralrohrs aufbauen und dann
teilen sich diese Gliazellen und differenzieren sich weiter aus in Gliazellen und Nervenzellen. Und die dann neu entstandenen Nervenzellen wachsen entlang, migrieren entlang der Gliazellen an ihren Bestimmungsorten. Also diese Gliazellen wirken also als Gerüst, als Wegweiser für die Nervenzellen. Und genauso sind eben Gliazellen auch daran beteiligt im Erwachsenengehirn, dass dann beispielsweise Axone und Dendriten zusammenfinden. Also hier bieten Gliazellen eben hier so eine Wegweiserfunktion, um hier Dendriten und Axone zu einem gemeinsamen Ursprung, einem gemeinsamen Ort zu bekommen. Gliazellen sind aber nicht nur beteiligt am Wachstum oder der Ausdifferenzierung von Nervenzellen, sondern sind auch ganz wichtig beteiligt an Abbauprozessen in unserem Nervensystem. Und hier ist ein ganz zentraler Begriff, die sogenannte Gliose. Und diesen Begriff Gliose, den sollten Sie sich merken, denn der wird gleich auch in unserem wissenschaftlichen Artikel relevant. Wir haben gerade gesehen, dass Gliazellen das Wachstum von Nervenzellen beeinflussen und genauso beeinflussen Gliazellen, was passiert, nachdem eine Axon, eine Nervenzelle verletzt wurde. Schauen wir uns den Fall mal in unserem peripheren Nervensystem an. In unserem peripheren Nervensystem, da haben wir die Axone und die Axone, die sind isoliert durch die sogenannten Schwannzellen. Wenn wir jetzt eine Verletzung an einem solchen Axon haben, also so ein Axon durchtrennen, dann können diese Schwannzellen dabei helfen, das Axon zu regenerieren. Wir sehen es hier im Schaubild. Wenn wir also so ein Axon durchtrennen, dann wird eine Hülle um das Axon drumherum regeneriert und dann helfen diese Schwannzellen, das jetzt durchtrennte Axon wieder zu regenerieren und eben hier eben diesen Pfad dieses Axons wiederherzustellen. Also hier können tatsächlich durchtrennte Axone können hier neu wachsen, können hier neu gebildet werden. Hier kommt es also zu einer Regeneration in dieser neuronalen Verbindung, die unterstützt wird durch die Gliazellen. Im zentralen Nervensystem ist das ein bisschen anders. Da haben wir, Sie erinnern sich nochmal, um die Axone drumherum die Myelinisierung durch die Oligodendrozyten. Wenn wir jetzt hier ein Axon durchtrennen, dann kommt es nicht zu einer Regeneration des Axons, sondern hier das Axon wird abgebaut. Und dieses Abbauen erfolgt unter Zuhilfenahme der Astrozyten und der Mikrogliazellen. Diese Astrozyten, die Mikrogliazellen, die sind dann ganz wichtig dafür, dass hier diese Abbauprodukte von dem abgestorbenen Axon entfernt werden. Und hier bilden sich dann sogenannte Glia-Scars, also Glia-Narben, denn der frei werdende Raum, wenn man ein Axon, dieses Axon wird abgebaut, ist also ein frei werdender Raum, der wird hier von Gliazellen aufgefüllt. Hier kommt es also nicht zu einer Regeneration der Neurone, der Axone, sondern ein einmal durchtrenntes Axon, das ist dann tatsächlich durchtrennt und hier werden diese Bestandteile eben von den Gliazellen abgebaut und der Raum wird aufgefüllt. Es kommt hier also eben zu dieser Gliose. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie denn diese Prozesse vor allem in der klinischen Psychologie, in der klinischen Neuropsychologie relevant sind am Störungsbild der multiplen Sklerose. Dazu habe ich Ihnen heute einen wissenschaftlichen Artikel mitgebracht aus The Lancet, eine medizinische Fachzeitschrift. Der ist betitelt Multiple Sclerosis von Compston und Coles von 2008. Das ist also ein Übersichtsartikel, der uns Informationen darüber gibt, wie denn eigentlich multiple Sklerose sich als klinisches Bild äußert und hier eben wichtig für Sie als Psychologen, für Ihre spätere berufliche Praxis. Sollten Sie mal in eine neuropsychologische Klinik kommen, dann werden Sie durchaus auch Patienten mit multipler Sklerose kennenlernen. Und hier, dieser Artikel gibt eben hier Handreichungen, wie hier therapeutisch mit diesen Patienten gearbeitet werden kann. Also auch, was die Kardinalsymptome sind, welche Symptome besonders wichtig sind und wie man unterschiedliche Symptome behandelt. Multiple Sklerose, das ist eine neurologische Erkrankung mit ganz weitreichenden psychologischen Folgen.
Es ist eine degenerative neurologische Erkrankung, also in einem negativen Verlauf. Also die Symptome werden über die Zeit schlimmer und das hat sehr starke psychologische Folgen. Gerade dieses Angewiesensein auf Hilfe durch reduzierte Fähigkeiten, durch funktionelle Einschränkungen, kann beispielsweise Frustrationen und Depressionen auslösen, wo man dann eben hier als Psychologe therapeutisch arbeiten, therapeutisch eingreifen kann. Wenn wir uns zuerst mal den Abstract anschauen, dann sehen wir schon in diesem Abstract, dass wir hier einen Übersichtsartikel haben. Das ist also kein empirischer Artikel, sondern in diesem Artikel werden Forschungsergebnisse zusammengefasst. Das ist also quasi eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand. Und hier werden eben dann die zentralen Begriffe hier tatsächlich schon genannt. Also, welche Prozesse finden wir bei der multiplen Sklerose? Wie äußert sich das klinische Bild? Wie ist der Verlauf dieses klinischen Bildes? Wie kann man es diagnostizieren? Also, welche diagnostischen Möglichkeiten? Erinnern wir uns wieder an die Methoden, die wir schon kennengelernt haben. Also, welche Methoden können wir hier verwenden für die Diagnostik? Und dann eben auch, wie können wir beispielsweise unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Arten von Krankheitsverläufen hier in eine Taxonomie, in eine Kategorisierung bringen. Die ersten Fragen, die Sie jetzt beantworten sollten, beziehen sich auf die Diagnose und das klinische Bild der multiplen Sklerose. Hier haben wir eine Tabelle in unserem Paper, das sich mit den Hauptsymptomen der multiplen Sklerose beschäftigt. Und hier möchte ich Sie bitten, mal zu schauen, ob Sie es rausbekommen, was denn das Lermit-Syndrom und das Uthoff-Phänomen sind. Hier sind unterschiedliche Syndrome, unterschiedliche Phänomene, die wir hier bei der multiplen Sklerose vorfinden. Und Ihre Aufgabe im Text ist jetzt rauszufinden, was sind denn das genau für Symptome, für Phänomene und ob Sie hier vielleicht Ideen entwickeln können, was denn die Erklärung beider Phänomene sein könnte, denn wir werden jetzt im weiteren Verlauf noch dann tatsächlich auf die tatsächliche Erklärung für diese Phänomene kommen. Genauso möchte ich Sie bitten, hier mit Rückgriff auf die Methoden, die wir schon kennengelernt haben, herauszufinden, welche Rolle denn das MRT bei der Diagnose der multiplen Sklerose bietet und welche Probleme sich dabei stellen. Also welche Probleme stellen sich bei der Verwendung von MRT als Diagnosemechanismus. Im weiteren Verlauf geht dieser Artikel auf Umweltfaktoren ein. Und es gibt bei der multiplen Sklerose einen ganz interessanten Einfluss der Umwelt. Das sehen Sie hier am Schaubild dargestellt mit den unterschiedlichen Prävalenzen in unterschiedlichen Bereichen unserer Erde. Hier ist also die Frage, wo finden wir denn eine regionale Häufung von multipler Sklerose? Sie können sich jetzt dann überlegen, was könnten die Ursachen hierfür sein? Hier schauen Sie bitte im Text nach, welche Rolle hier besonders das Alter spielt, also das Lebensalter, und was dabei die sogenannte Hygienehypothese ist. Also was für Erklärungsansätze gibt es für diese regionale Häufung, für diese regionale Verteilung von multipler Sklerose, hier eben vor allem dieses Gefälle von Nord nach Süd. Im weiteren Verlauf befasst sich der Artikel mit den Krankheitsmechanismen, also den Mechanismen der multiplen Sklerose. Und hier wollen wir uns erstmal anschauen, was sind eigentlich die zentralen Kennzeichen von multipler Sklerose, also durch welche Symptome kennzeichnet sich denn die multiple Sklerose. Und dann wollen wir uns anschauen, wie verlaufen denn diese Symptome über die Zeit bei der multiplen Sklerose. Ich habe es ja schon gesagt, es ist eine neurodegenerative Erkrankung, also ein zunehmender Abbau von Funktionen. Und hier wollen wir uns mal anschauen, gibt es hier einen ganz symptomatischen Verlauf oder gibt es hier unterschiedliche Verläufe, die sich beispielsweise in Schüben äußern. Dazu eben hier vor allem auf die Abbildung 4 eingehen. Und hier kommen wir jetzt zu den Erklärungen für unsere beiden Phänomene, die wir schon besprochen hatten, nämlich das Lermit-Symptom und das Uthoff-Phänomen. Also
Erinnern Sie sich nochmal, was waren das für Symptome, was waren das für Phänomene und welche Erklärungen werden hier angeboten? Und zu guter Letzt wird es dann wieder relevanter für Sie als Psychologen. Hier geht es nämlich um die Betreuung, die Behandlung von Patienten, die an der Multiplen Sklerose leiden. Da ist erstmal die Frage, was wird denn eigentlich aktuell in Therapien häufig priorisiert? Also wo liegt eigentlich der Fokus von einer Therapie der Multiplen Sklerose? Und welche Rolle spielen dabei eigentlich Sie als Psychologen und möglicherweise als Psychotherapeuten? Besonders hier haben wir zwei Gruppen, die hier beteiligt sind. Einmal die Patienten selbst, die als Betroffene behandelt werden müssen, aber eben auch die Angehörigen der Patienten, die ja in so einem sozialen System eine ganz wichtige Rolle spielen und hier möglicherweise auch Unterstützung benötigen. Und wir können uns hier anschauen, welche Probleme sich denn beispielsweise bei der medikamentösen Behandlung der Multiplen Sklerose stellen. Also was haben wir denn hier beispielsweise für Probleme, Multiple Sklerose mit Medikamenten zu behandeln. Sie sollten heute auf jeden Fall aus dem Referat und aus dem Buchkapitel mitgenommen haben, wie wir denn unser zentrales Nervensystem, unser peripheres Nervensystem voneinander abgrenzen können, welche Anteile wir haben. Und hier aus dem zweiten Teil, aus meinem Vortrag und unserem Buchkapitel, unserem wissenschaftlichen Artikel, sollten Sie verstanden haben, welche Rolle denn eigentlich Gliazellen für unser Zellwachstum haben, aber eben auch für den Abbau von Nervenzellen und welche Prozesse es denn hier bei diesem Abbau, dem Absterben von Nervenzellen gibt, hier das Stichwort Gliose und welche krankhaften Veränderungen des Nervenzellabbaus es denn gibt. Beispiel hier die Multiple Sklerose, wo wir jetzt hier die unterschiedlichen Kennzeichen dieser Krankheit kennengelernt haben, samt Behandlungsansätzen und Therapiemöglichkeiten. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.